Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wir verurteilen Menschen für die kleinen Dinge, die uns an ihnen nerven. Dabei haben wir viel größere Probleme. Wenn der Teufel uns dazu bringen kann, dass wir nur auf das sehen, was bei anderen nicht in Ordnung ist, übersehen wir sehr schnell unser eigenes Fehlverhalten. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass eure Gedanken das Schlachtfeld sind. Ihr müsst euer Herz behüten, denn es beeinflusst euer ganzes Leben. Achtet auf das, was ihr denkt, wenn ihr im Auto unterwegs seid. Zuerst denkt ihr vielleicht an nichts Bestimmtes. Doch plötzlich fallen euch die Schwächen von jemandem ein oder ihr denkt darüber nach, wie sehr euch diese Person nervt. Ihr dürft nicht zulassen, dass ihr ständig über solche Dinge nachdenkt. Ihr müsst Nein sagen. Das ist ein gutes Wort. Lernt laut zu sagen Nein. Ich werde über etwas nachdenken, das mir gut tut und nicht über etwas, das mich aufregt oder wütend macht. Stimmt's? Wir werden heute über 7 Wege sprechen, wie der Teufel uns angreift. Ich hoffe, ich schaffe es, sie alle anzusprechen. 7 Wege, wie der Teufel uns angreift. Der Teufel will, dass wir kritisch sind. Denn wenn es ihm gelingt, dass wir uns nur auf die Fehler anderer konzentrieren, bemerken wir unsere eigenen nicht. An den Schwächen anderer können wir nichts ändern. Aber wir könnten uns um unsere eigenen Schwächen kümmern, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten würden. Der Teufel will, dass wir kritisch sind und uns auf die Fehler anderer konzentrieren, aber blind für unsere eigenen Fehler sind. Wenn ein Christ an sich selbst nichts falsch findet, dafür aber jede Menge an anderen, hat der Teufel gewonnen. All die sozialen Medien. Oh. Bitte. Bitte geht nicht auf die sozialen Medien, um euren Freunden dort zu erzählen, was jemand anders getan hat. Verbreitet keine Gerüchte, von denen ihr nicht einmal wisst, ob sie wahr sind. Und selbst wenn sie wahr sind, sagt die Bibel, dass wir sie nicht verbreiten sollen. Ich freue mich, dass ihr klatscht, aber ich möchte, dass ihr das versteht. Als Kinder Gottes solltet ihr nicht auf diesen Zug aufspringen und Gerüchte und Tratsch verbreiten. Wenn Menschen über andere reden, haben sie oft keine Ahnung, wovon sie reden. In der Zeit, in der wir momentan leben, haben wir nur eine Hoffnung. Darüber werde ich heute und auch in den nächsten Tagen sprechen. Wir haben nur eine Hoffnung, um aus dem Durcheinander herauszukommen, in dem wir stecken. Und diese Hoffnung ist Liebe. Die Hauptbotschaft der Bibel ist, Gott liebt euch. Und er will, dass ihr sowohl andere Menschen als auch euch selbst liebt. Der Apostel Jakobus nannte dies das königliche Gebot der Freiheit. Wenn wir das tun, erfüllen wir das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn ihr Menschen liebt, werdet ihr sie nicht verurteilen. Ihr werdet nicht lästern. Ihr werdet ihre Geheimnisse nicht ausplaudern, weil die Liebe euch davon abhält. Ein derartiges Verhalten hat nichts mit Liebe zu tun. Es gibt viele gute Bibelverse, die das bestätigen. Ich lese euch ein paar vor, die ihr sicherlich kennt. Matthäus 7, Verse 1 bis 5. Hört auf, andere zu verurteilen. Dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast?
Ich mag die Übersetzung, in der es heißt, wenn du einen Telefonmast in deinem Auge hast. Die Bibel sagt also, wir verurteilen Menschen für die kleinen Dinge, die uns an ihnen nerven. Dabei haben wir viel größere Probleme. Wenn der Teufel uns dazu bringen kann, dass wir nur auf das sehen, was bei anderen nicht in Ordnung ist, übersehen wir sehr schnell unser eigenes Fehlverhalten. In Römer 2 steht, aber du bist ja genauso wie sie und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich damit selbst, weil du genau dasselbe tust, wenn du über sie richtest. Hä? Nein. Wisst ihr warum? Was uns selbst betrifft, haben wir immer eine Ausrede. Aber für andere gilt sie nicht. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass du dich so verhältst. Ich sage immer, wir betrachten andere durch eine Lupe und uns selbst durch eine rosarote Brille. Matthäus 7 bestätigt das. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Wut und Unversöhnlichkeit spielen hier ebenfalls mit hinein. Eines der größten Probleme, die wir heute in der Welt haben, ist Hass. Hass und Spaltung finden wir in der Kirche und zwischen den Konfessionen. Natürlich gibt es beides auch in der Gesellschaft an sich. Doch lasst uns heute nur mal über uns reden. Ich frage mich, wie viele Menschen hier sind, die von ganzem Herzen sagen können, dass es gerade niemanden, nicht eine einzige Person gibt, auf die sie wütend oder gar zornig sind. Nun kommt, ihr seid still geworden. Ich glaube, wir sollten jeden Abend ins Bett gehen und sagen können, Gott, ich danke dir, dass ich auf niemanden zornig bin. Seht, ihr seid ganz still. Das ist ein ernsthaftes Problem. Wisst ihr warum? Weil es in Epheser 4 heißt, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn wir zornig bleiben, öffnen wir dem Teufel eine Tür. Geht nicht zornig ins Bett. Nun kommt. Ich erinnere mich noch an die Jahre, in denen ich so dumm war. Ich ging ins Bett und war wütend auf Dave. Ich schlief am äußersten Rand der Matratze, weil ich nicht wollte, dass er mich berührte. Ich werde ihn nicht berühren. Und wenn er dann die ganze Decke hatte, dachte ich, ich werde ihn nicht um die Decke bitten. Ich lag da und fror die ganze Nacht, während er tief und fest schlief. Und was war mit mir? Ich hatte Kopf- und Magenschmerzen und war am nächsten Tag müde, weil mir Schlaf fehlte. Das ist dumm. Das, was wir tun, ist dumm. Es hat Dave nicht verändert. Er ist immer noch derselbe. Doch mittlerweile habe ich mich verändert. Und vieles ärgert mich nicht mehr. Nun kommt. Darf ich euch etwas sagen? Gott ist nicht daran interessiert, all die Menschen zu verändern, über die ihr euch ärgert. Er hat euch hergebracht, um euch zu verändern, damit ihr euch nicht mehr über sie ärgert. Gott wird nicht alles aus der Welt entfernen, das euch stört. Er will, dass wir an den Punkt kommen, dass es uns nicht mehr stört. Das ist geistliche Reife. Wisst ihr was?
Lasst uns unsere Zeit nicht mehr damit vergeuden, unglücklich über Dinge zu sein, an denen wir nichts ändern können. Ihr habt mich nicht gehört. Ihr könnt euren Mann nicht verändern. Nun, ich werde es versuchen. Nur zu, ich werde euch dann nächstes Jahr dasselbe sagen. Nun kommt, ich weiß noch, wie ich zu meinen Kindern immer sagte, solange du in meinem Haus lebst. Habt ihr das auch schon zu euren Kindern gesagt, solange du in meinem Haus lebst? Nun, sie lebten in meinem Haus. Und ich schätze, wir haben uns in sie investiert. Ich habe wunderbare Kinder. Nur weil eure Kinder nicht alles so machen, wie ihr es gern hättet, bedeutet das nicht, dass sie sich nicht zu wunderbaren, erwachsenen Menschen entwickeln. Lehrt sie richtig, gebt ihnen ein bisschen Raum. Nun kommt, auf wen seid ihr wütend? Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Ganz gleich, was euch jemand angetan hat. Es tut mir leid, aber das sagt die Bibel. Ganz gleich, was andere euch angetan haben. Das rechtfertigt nicht, dass ihr ihnen nicht vergebt. Nun kommt, werdet jetzt nicht gleich wütend auf mich. Es war von Anfang an der Teufel, der durch sie gewirkt hat. Und die einzige Möglichkeit, wie ihr es dem Teufel heimzahlen könnt, besteht darin, ihnen zu vergeben und für sie zu beten. Was das Verurteilen von Menschen angeht, das Einzige, was wir tun sollten, wenn wir Fehlverhalten bei anderen sehen, ist, für sie zu beten, statt sie zu kritisieren und zu verurteilen. Meint ihr nicht auch, dass die Dinge besser laufen, wenn ihr eure Kraft einsetzt, um dafür zu beten? Der zweite Weg, wie der Teufel versucht, uns hinters Licht zu führen, lautet, er will, dass wir stolz werden und denken, hier ist wieder das Denken, dass wir alles wüssten, dass wir mehr wissen als andere. Wie viele von euch Damen haben einen Mann, der nie falsch liegt? Ich sage dazu jetzt nichts mehr, weil mein Mann hier ist. Kritisch zu sein ist eine Frucht des Stolzes. Ihr solltet sehr aufpassen, dass ihr euch nicht für besser haltet als andere Menschen. Vielleicht habt ihr einige ausgeprägte Gaben und Talente. Vielleicht seid ihr schneller als andere oder lernt schneller als sie. Aber das liegt nur daran, dass Gott euch diese Gaben geschenkt hat. Ihr konntet euch eure Gaben nicht aussuchen, genauso wenig, wie sie sich ihre aussuchen konnten. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Vers 7 gefällt mir besonders. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein. Ich möchte euch nicht beleidigen, aber ihr seid nicht so klug, wie ihr denkt. Und wisst ihr was? Ihr könnt noch so viel Bildung haben und trotzdem keine Weisheit besitzen. Puh. Ich schreibe gerade ein Buch über das Buch der Sprüche. Ich wusste allerdings nicht, wie ich das hinbekommen sollte, weil dort ungefähr 200 verschiedene Themen angesprochen werden. Letztes Wochenende dachte ich, ich setze mich einfach hin und fange an. Es ist erstaunlich. Wenn man einen Schritt wagt, dann macht Gott sich an die Arbeit. Ich bin nun schon bei Kapitel 7. Der Punkt ist, es ist Weisheit. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Wo ist diese Ehrfurcht geblieben? Was ist mit ihr passiert? Wisst ihr, was Ehrfurcht vor dem Herrn ist? Es bedeutet, dass ihr Gottes Kraft anerkennt, dass ihr begreift, wie stark und souverän er ist und dass ihr euch deshalb von Herzen bemüht, ihn nicht zu kränken. Das wird euch davon abhalten, über andere zu lästern.
Es wird euch davon abhalten, stolz und selbstgefällig zu werden. Ehrfurcht bedeutet nicht, dass ihr denkt, ich habe Angst, dass Gott mich verletzt, sondern ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, was er tun kann. Ich weiß, dass er meint, was er sagt. Das ist der Anfang wahrer Weisheit. Ohne Ehrfurcht vor Gott können wir keine Weisheit haben. Doch wer lehrt das? Wann habt ihr zum letzten Mal eine gute Predigt über die Ehrfurcht vor Gott gehört? Ja, Gott liebt euch, aber ihr müsst auch noch andere Dinge hören, als dass Gott euch liebt. Ja, seine Gnade ist wunderbar, aber das ist nicht das Einzige, worüber die Bibel spricht. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist gnädig. Aber er verdient Ehrfurcht und? Lasst es mich einmal so ausdrücken. Legt euch nicht mit ihm an. Don't mess with me. You may not like that way of putting it because we all. Nun, vielleicht gefällt euch das nicht. Wir alle wollen glauben, dass Gott immer lieb und nett und freundlich ist. Aber er wird Bosheit und Übel, Sünde und heuchlerisches Verhalten nur eine gewisse Zeit lang dulden. Und dann wird er an uns arbeiten, weil er uns liebt. Das tut er nicht, weil er uns verletzen will, sondern weil er nicht will, dass wir so bleiben. Wisst ihr was? Ich sage euch die Wahrheit. Ich hätte Angst, hier heraufzukommen und meinen Vortrag zu halten, wenn ich wütend auf meinen Mann wäre. Ihr fragt euch, warum? Weil Gottes Kraft alles ist, was ich habe. Ich bin nicht fantasievoll. Ich kann nicht singen, ich spiele kein Instrument. Wenn mein Vortrag nicht gut ist, kann ich nicht einfach meine Gitarre holen und euch ein Lied vorsingen. Ich bin tausende Male auf die Bühne gekommen und habe tausende von Menschen gesehen. Und sie alle wollen, dass ich genau das Richtige sage. Ich bin hier, um ein Wort von Gott zu bekommen. Das erwarten alle. Ich kann nicht zornig, verbittert und voller Groll auf die Bühne kommen und so tun, als sei alles in Ordnung. Wenn ihr Gottes Segen empfangen wollt, müsst ihr auch entsprechend leben. Es reicht nicht, einen christlichen Autoaufkleber zu haben. Ihr müsst auch entsprechend leben. Und das selbst dann, wenn niemand zusieht. Gott sieht alles. Das lesen wir im Buch der Sprüche. Bildet euch also nichts auf eure Weisheit ein. Ich sage immer zu Gott, ohne dich kann ich das nicht tun, ohne dich bin ich nichts. Für jeden Erfolg, den ich habe, bist du verantwortlich. Es ist gut, wenn ihr euch daran erinnert, dass ihr völlig am Ende seid, wenn Gott euch nicht hilft. Paulus war äußerst intelligent. Wie viele akademische Grade man zu seiner Zeit auch haben konnte, er hatte sie alle. Bildung ist etwas Wunderbares. Bemüht euch um so viel Bildung wie möglich. Ich kenne Menschen, die sehr klug sind. Und manchmal wünschte ich mir, ich wäre auch so klug. Aber wisst ihr was? Viel wichtiger ist mir Weisheit. Das ist gleichzusetzen mit einem geheiligten, gesunden Menschenverstand. Lieber habe ich einen gesunden Menschenverstand als einen Doktortitel. Ich habe einen HGT, einen Heiligen Geist-Titel. Es wäre schön, auch andere Titel zu haben. Ich hatte diese Möglichkeit nicht und ich bin dankbar dafür, dass andere sie haben. Doch selbst sehr gebildete Menschen sind nicht so klug, wie sie meinen. Niemand ist klüger als Gott.
Der hochintelligente Paulus mit all seinen Titeln sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ist das nicht interessant? Zu welcher Einsicht war Paulus gelangt? Ich habe all diese Dinge, aber was nützen sie mir ohne Jesus? Nummer 3. Der Teufel will, dass wir denken, sagt alle denken, dass Gott unsere Gebete weder hört noch beantwortet. Denn dann werden wir entweder gar nicht beten oder nicht beharrlich beten. Das Gebet ist für den Teufel wahrscheinlich die größte Gefahr. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ich weiß nicht warum, aber in den letzten 2 Jahren wurde es mir immer wichtiger, auf meine Gebete zu achten. Ich bin einfach überwältigt von dem, was Gott für uns tut, wenn wir ihn nur darum bitten. Die meisten Dinge, um die ich ihn bitte, sind nicht einmal groß. Es sind kleine Dinge. Aber es sind Dinge, die mir viel bedeuten und die mir zeigen, dass ich Gott wichtig bin und dass er in meinem Leben wirkt. In Matthäus 7 heißt es, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Aber wir müssen beständig sein. Ich gebe keine Ruhe Gott, bis ich Erfolg sehe. Gott gefällt das. Er mag diese Art von Hartnäckigkeit. Das ist nicht unhöflich, sondern das ist beständig. Betet für alles. Betet in jeder Situation. Betet einfach. Als ich heute Morgen aufbrechen wollte, fragte meine Assistentin, hast du an deine Kontaktlinsen gedacht? Ich sagte, oh. Ich wollte zu einer bestimmten Uhrzeit hier sein und war rechtzeitig dran. Doch dann musste ich zurückgehen und meine Kontaktlinsen einsetzen. Das Erste, was ich sagte, war, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, um heute die Kontaktlinsen beim ersten Anlauf einzusetzen. Und er tat es, er half mir. Solche Situationen erinnern uns daran, Danke zu sagen. Nun kommt, betet, 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 betet für alles. Ihr müsst dabei nicht auf euer Angesicht fallen, auf die Knie gehen, im Dunkeln sein oder die Augen geschlossen halten. Es ist gut, wenn ihr euch Zeit für Gott nehmt. Ich tue das jeden Morgen. Aber betet auch den Tag über. Glaubt dem Teufel nicht, wenn er euch sagt, dass Gott eure Gebete nicht hört. Vielleicht fragt ihr euch, aber ich habe so viel falsch gemacht. Warum sollte Gott mir zuhören? Weil ihr nicht in eurem Namen, sondern im Namen von Jesus zu ihm kommt. In der Amplified-Bibel heißt es, wenn wir uns in Jesu Namen an Gott wenden, präsentieren wir ihm alles, was Jesus ist. Ist das nicht wunderbar? Ich bitte dich, das in Jesu Namen für mich zu tun. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil er es verdient. Denken Sie daran, dass Sie vor den Täuschungsversuchen des Teufels auf der Hut sein müssen. Beten Sie den ganzen Tag über und bitten Sie Gott, Ihnen die Lügen zu zeigen, die Sie glauben.